Hallo, ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. Wenn eure Waschmaschine beim Anlaufen, also beim Hochtouren im Schleudern, laute, polternde Geräusche macht, liegt es meistens daran, dass die Stoßdämpfer defekt sind. Wie ihr diese Stoßdämpfer austauschen könnt, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Dazu müsst ihr zuerst die Rückwand abbauen. Ihr löst dafür sämtliche Schrauben, schiebt sie ein kleines bisschen nach oben. Oben ist ein kleiner Haken. Dann könnt ihr sie nach hinten wegklappen und die Rückwand komplett entnehmen. Wenn ihr die Rückwand komplett entnommen habt, seht ihr auf der rechten Seite schon den ersten Stoßdämpfer. Um den Stoßdämpfer selbst auszutauschen, nehmt ihr einen Steckschlüssel. Oben ist das eine Zehnernuss, unten eine Dreizehnernuss. Schraubt den Stoßdämpfer komplett locker, also beide Schrauben raus. Ich mache das immer so, dass ich zuerst die obere herausschraube und dann die untere. Ich mache euch das hier im Video mal ein wenig schneller. Passt bitte auch auf, dass ihr euch an diesen scharfen Kanten nicht schneidet. Wenn man dort etwas wegrutscht, kann es sein, dass man ganz schnell blutige Finger hat. Und wie gesagt, wenn dann die untere Schraube gelöst ist, könnt ihr den Stoßdämpfer oben etwas wegziehen, unten aus der Halterung heraus, und schon habt ihr den alten Stoßdämpfer ausgebaut und könnt den neuen Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge einsetzen. Wenn wir euch mit diesem Video geholfen haben, würde es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt, und uns bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk.